So Leute, für unser Grillhähnchen brauchen wir heute ein Hähnchen. In dem Fall ein Maishähnchen. Ein Maishähnchen wird mit Mais gefüttert, deswegen diese gelbliche Farbe. Ihr könnt ein Grillhähnchen nehmen. Biohähnchen ist egal. Also ein Hähnchen. Dann habe ich hier griechischen Joghurt, ungefähr 100 Gramm brauchen wir. Salz, Pfeffer, Curry. Und dann brauchen wir Knoblauch. Ich habe hier Knoblauch solo, zwei Köpfe. Eine rote Zwiebel, weiße Zwiebel ist auch egal. Und dann habe ich hier Oregano, Majoran, Salbei, Thymian und Rosmarin. Wenn ihr sowas natürlich nicht im Frisch habt, müsst ihr nicht alles kaufen. Könnt auch so getrocknet eine Mischung holen. Kräuter der Provence, da ist meistens alles drin. Es soll ein Drehspießhähnchen sein, aber ich werde es halbieren. Wieso? Zeige ich euch morgen. Also müssen wir das Hähnchen halbieren. Geht eigentlich mit einem scharfen Messer oder einer Geflügelschere sehr, sehr leicht. So, jetzt brauchen wir einen Behälter, wo wir das marinieren können. Also wir nehmen uns eine Hälfte. Ja, passt wunderbar rein. Und als erstes würzen wir das mit Salz, Pfeffer, Curry. Ja, Salz, Pfeffer und Curry sind drin. Jetzt kommt ungefähr ein Viertel von unserer griechischen Joghurtmarinade. Und wir massieren das wirklich gut ein. Erstmal von der Hautseite, unter den Flügel, unter den Schenkel alles schön einmassieren. So Leute, unsere zwei halben Hähnchen sind mariniert. Also die Soße ist schon würzig, Knoblauch und die ganzen Kräuter. Man sollte jetzt die nicht unbedingt probieren, wenn das mit Hähnchen vermischt ist. Ich werde das 24 Stunden im Kühlschrank stehen lassen und morgen zeige ich euch, wieso ich das halbiert habe, obwohl das vom Drehspieß ist. Viele werden schon drauf kommen. Also über Nacht stehen lassen und diese Joghurtmarinade wird richtig schön einziehen und ich verspreche euch, das wird richtig gut schmecken. Ja, ein Tag ist um, eher gesagt zwei, gestern hatte ich keine Lust, habe das Hähnchen im Kühlschrank stehen lassen. Dadurch ist das noch besser geworden, das riecht fantastisch nach Curry, Knoblauch und den Kräutern. Und ich mache einfach dazu eine kleine Beilage. Hier habe ich vorgekochte Kartoffeln in richtig dicke Scheiben geschnitten, etwas Olivenöl dazu gegeben, Salz, Pfeffer, fertig. Dann habe ich hier noch frischen Rosmarin, wofür zeige ich euch jetzt. Einfache Kartoffeln mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Öl. Ja, das Ganze machen wir in diesem Drehspießkorb. Viele werden das vielleicht schon kennen, die mich länger verfolgen. Super Teil. Für die anderen, ja, ihr könnt das heute kennen. Warum zeige ich euch jetzt? Also wir haben hier eine Hälfte von dem Hähnchen. Hier rüber kommen die Kartoffeln. Genau die Hälfte davon, was wir haben. Man kann hier natürlich auch die Kartoffeln reinschieben und dadurch, dass es sich die ganze Zeit dreht, wird die Gewürze, das Hähnchenfett über die Kartoffeln nochmal zusätzlich laufen und ein bisschen knusprig werden die auch. Und dadurch schmeckt das einfach später. Das kann ich euch schon mal sagen. Sehr, sehr gut. Hier kommt noch eine Kartoffel und das passt schon. Jetzt brauche ich den Rosmarin. Der kommt einfach so hier auf die Innenseite vom Hähnchen. So, jetzt brauchen wir unser Spieß. Das kann man hier einfach durchschieben. Und ja. Jetzt kommt dieser Rosmarin hier drauf. Also der übrige. Und da drauf kommt die Hälfte von dem Hähnchen. Das ein bisschen zur Seite schieben. Ja, hat wunderbar funktioniert. Und die andere Hälfte von den Kartoffeln kommt auf die Seite. Dann haben wir hier so ein Gitter. Kann ich hier so einrasten. Fertig. Ja, wir sind bei meinem Gasgrill. Jetzt nehmen wir uns unser Drehspieß, das ist richtig schwer.
haken das hier ein. Was ich jetzt machen werde, ich werde noch die Alufolie drunter legen. Später werden wir die wegmachen, damit einfach gleich das Fett nicht sofort anfängt zu brennen und wir hier Fettbrand haben und die Haut zu dunkel wird. Wir fahren jetzt mit 160 Grad, also eine halbe Stunde. Kommen wir zu der Einstellung. Ich habe jetzt den Brenner voll aufgedreht, damit wir so 160 Grad haben. Und später werden wir noch die anderen dazu schalten. Ganz wichtig am Anfang, nicht zu viel Power. Wenn euch das Hähnchen nach 20 oder 30 Minuten schon perfekte Bräunung hat, aber innen drin noch roh ist, habt ihr ein Problem, weil dann verbrennt euch das Hähnchen, bevor es gar ist. Deswegen am Anfang ein bisschen langsamer. Deckel zu und wir sehen uns in einer halben Stunde wieder. Ja, Freunde, ich finde, das sind jetzt über 30 Minuten vergangen, aber das Hähnchen sieht schon gut aus und ich bin mir sicher, das braucht nicht mehr lange. Deswegen werde ich die Alufolie hier runter nehmen. Ich werde jetzt alle Brenner anmachen, aber auf Minimum. So, alle Brenner sind auf Minimum, damit wir schön ein bisschen Farbe kriegen, aber das gefällt mir hier schon. Ja, eigentlich ganz gut. Ja, Freunde, nach ungefähr 1 Stunde 20, 1 Stunde 30 sieht das Ganze so aus. Man sieht, wie schön braun das Hähnchen geworden ist. Die Kartoffeln hier teilweise schön knusprig geworden durch den Fett, was noch runterläuft. Wir haben das alles langsam gemacht. Ich hoffe, das Hähnchen ist saftig. Ich mache das jetzt gleich aus. So, lasst uns mal den Drehspießkorb öffnen. Ja, sieht schon mal nicht schlecht aus. Jetzt werde ich mir ein paar Kartoffeln drauflegen. Die sind super weich. Das Ganze riecht einfach, ich weiß nicht, nach Kräutern. Man sieht hier, die Kohle geht schon ab. Ja, wir probieren das Ganze ganz, ganz schnell, um zu erfahren, ob es schmeckt. Man sieht, wie saftig das hier ist und die Keule geht einfach ab. Wenn man die Keule vom Gelenk so abziehen kann ohne Widerstand, dann ist das schon ein Zeichen, dass es gut ist. Aber wir wollen auch das Hähnchenbrust probieren. Ich sehe schon, ja, die ist auf jeden Fall durch. Die ist nicht zu trocken. Hier sieht man, schön saftig. Ja, ich probiere einfach hier von der Haut was. Und ja, die Haut ist sowas von würzig. Hähnchenbrust ist mit den Gewürzen einfach komplett durchzogen. Klar, zwei Tage. Knoblauch, dieser griechische Joghurt. Der verteilt einfach besser die Gewürze plus die ganzen Kräuter, die wir noch drin haben. Mega. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr saftig. Und wir sind gar nicht bei der Keule angekommen. Die ist ja noch immer um einige saftiger. Das Fleisch ist butterzart. Jetzt kommen wir zu den Kartoffeln. Die waren vorgekocht, also sind sie schon sehr, sehr weich. Aber dadurch, dass sie schon fertig waren, können die ganzen Gewürze, Fett, was da rumläuft, viel, viel besser aufsaugen. Super würzig. Der Rosmarin, der hier dazwischen war, der ist auch schon kross geworden und der hat auf jeden Fall Geschmack abgegeben. Ich finde, das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ja, was soll ich euch dazu noch sagen? Probiert das aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.